Hallöchen, herzlich willkommen bei einem neuen Sonntags mit Lillis. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr eine schnelle, einfache Weihnachtskarte oder allgemein eine Karte mit nur einem Stift und einer Karte zaubern könnt. Gegebenenfalls brauchen wir noch ein Glas oder ein anderes rundes, eine andere runde Vorlage oder ihr benutzt einen Zirkel, das ist ganz euch überlassen. Das brauchen wir gleich, um eine runde Vorlage mit dem Bleistift zu zeichnen. Als erstes sollten wir uns vorher ganz kurz darüber Gedanken machen, was wir in diesen Kreis oder in diesen Kranz mit einbringen wollen. Ich empfehle euch auf jeden Fall nicht zu viel, nicht zu viele Elemente. Hier sind zum Beispiel nur zwei bzw. drei Elemente drin. Hier ist ein Tannenzweig drin, hier ist die Stechpalme drin und eventuell ein paar kleine Beeren oder auch Schneeflocken. Hier möchte ich euch nur ein paar kleine Tipps geben oder Anregungen, was ihr in einen weihnachtlichen Kranz alles mit einnehmen könnt. Und das machen wir eben mal ganz fix mit dem Bleistift. Also wie ihr hier auf der Karte schon sehen könnt, kann man ganz einfach Tannenzweige. Das ist überhaupt nicht kompliziert und das müssen wir uns auch nicht schwerer machen, als es ist. Die kann man in verschiedenen Größen, man kann hier auch noch einen kleinen Zweig hinzufügen. Das können wir dann ganz spontan entscheiden, wenn wir den Kreis dann auch malen, wie wir dann noch Lücken füllen wollen. Wie ihr auch in diesem Kranz hier drin seht, ist hier auch noch ganz einfach eine Stechpalme mit drin. Kann man auch zwei. Meistens sind an Stechpalmen auch noch Beeren drin, da kann man dann so kleine Kügelchen, die kann man dann ausfüllen mit der jeweiligen Farbe, mit dem Stift, die man hat. Kann man die dann auch noch hier unten mit ransetzen. Diese beiden Elemente würde ich schon fast ausreichend finden für einen Kranz. Aber ich möchte euch noch kurz ein bisschen mehr Inspiration geben. Man kann einen weihnachtlichen oder auch winterlichen Kranz natürlich mit einer Schneeflocke machen. Den mache ich in der Regel mit 6 Strichen. Ganz einfach ein paar Schneeflocken. Ihr könnt euch dazu auch noch Inspiration im Internet holen. Da werden euch auch ganz viele Ideen vielleicht auch noch angezeigt. Eine andere Möglichkeit wäre auch hier oder mit einem Pünktchen. Kann man ja auch variieren. Dazu können wir noch nehmen, eventuell einen Mistelzweigblatt, das ist oben etwas rund. Die haben ja meistens auch so kleine Beeren noch dran. Einen Tannenzapfen. Ganz einfach. Man kann natürlich auch einen Weihnachtsstern, ne, diese Blümchen. Die sind meistens mehrblättrig, da kann man dann hier unten auch noch mehr. Die haben dann die Pünktchen in der Mitte und dazu ja auch noch die Spitzenblätter oder halt breit und sehr spitz. Ja, die kann man auch noch dazu nehmen. Man kann auch Weihnachtskugeln ganz grob machen. Da kann man dann auch unterschiedliche Farben nehmen in verschiedenen Größen. Da kann man auch ganz einfach einen Tannenbaum als Vorlage nehmen. Ja, das nur mal so als Inspiration, was man denn in diesen Kranz alles mit einfügen kann. Und diese Elemente werden wir jetzt in verschiedene Karten, ich werde euch ein paar Beispiele zeigen, auf hellen wie auch auf dunklen Karten. Ich habe Karten dabei wie diese auf Kraftkarton. Hier sind wie gesagt nur zwei Elemente drin, die Stechpalme und der Tannenzweig. Als erstes benötigen wir eine kleine Vorlage und dann legen wir auch schon los. Und ich beginne mit der Stechpalme und dem Tannenzweig. Thank you.
so schnell haben wir den ersten Kranz fertig. Ja, ein paar Pünktchen sind immer schön zum Füllen. Und da kann man dann gerne noch was reinlettern. Den nächsten Kreis werden wir machen auf Kraftpapier mit einem weißen Stift. Auch hier wieder. Hier nehme ich jetzt Tannenzweige und Mistelzweige. Nicht ganz so überladen, etwas dezenter, aber auch nur wenige Details. Nochmal eine helle Karte. Diesmal mit einem schwarzen Feinliner. Auch hier werde ich wieder Tannenzweige und diesmal eine Kombination mit Tannenzapfen und Kugeln machen. Schwarzer Feinliner, helle Karte. Und ganz zum Schluss machen wir noch eine auf einer schwarzen Karte mit Schneeflocken.
auch hier mit nur einem Stift. Die Farbe zieht noch nach. Dann ist das Ergebnis in einem hellen Ton. Und relativ fix kommt ihr mit jeweils einer Karte und einem Stift. Ein schnelles, weihnachtliches bzw. winterliches Motiv. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Ergebnisse auf Instagram teilt mit dem Hashtag Sonntags mit Lillis. Darüber freue ich mich sehr. Ich würde mich euch natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen und ein Abo hier lasst. Und ich wünsche euch einen wundervollen Nikolaus, einen wunderschönen zweiten Advent und einen grandiosen Sonntag. Tschüss!